Ein weniger. Fall diesmal nicht runter. Guck mal, die Karten können Karten drehen. Es gibt. Für wen hätten Ellie sich eigentlich? Ich will dieses Jahr alle. Warum sind alle immer so nervös? Es ist total sicher. Oh, hallo. Achte gar nicht auf mich. Ich wechsle gern ab und zu den Blickwinkel. Rücke die Dinge ins rechte Licht. Einmal habe ich es auf den Gryffindor-Turm geschafft. Von außen. Ohne Besen. Wirklich? Ich bin übrigens Nelly. Nelly Oxfire. Ich habe Gerüchte darüber gehört, was dir auf dem Weg nach Hogwarts passiert ist. Stimmt das? Mit dem Drachen? Wir hätten davon erzählt. Die erinnert an Bran? Ah, ja, wegen Klettern, ja. Stimmt, Eiersuchfest war dazwischen. Also hättest du schon längst fertig sein müssen. Du hättest nur danach suchen müssen. Es ist bestimmt irgendwo noch versteckt. Ja, ein Drache griff unsere Kutsche an. Meine Güte, unglaublich. Wie aufregend und beängstigend. Jedenfalls hast du definitiv für Aufregung gesorgt, was Gryffindor dringend nötig hatte. Und Hogwarts auch. Welche Gerüchte gibt es über meine Reise nach Hogwarts? Dass du einem Drachenangriff entkommen bist? Reicht das nicht? Die meisten kommen mit Bahn oder Boot. Nicht direkt aus einem Drachenmaul geflüchtet. Natürlich reden die Leute. In Hogwarts spricht sich sowas schnell rum. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Michael anfängt zu suchen. Ich nehme an, du hast keine Höhenangst. Ich war schon immer so, seit ich klein war. Mit 5 hat meine Mutter mich mal auf dem Dach gefunden. Sie weiß bis heute nicht, wie ich raufkam. Aber bei all den seltsamen Gängen und Zimmern im Schloss und allem, was auf dem Schulgelände und drumherum so lauert, muss man keinen Turm erklimmen, um unglaubliche Dinge zu sehen. Die meisten Schüler haben wohl nie einen Drachen gesehen. Und du? Meine Güte, nein. Ich habe auch noch nie von so einem Kutschenangriff gehört. An Kutschen ist doch gar nicht genug Fleisch dran. Okay, so schlau ist sie doch nicht. Ihr habt einen großen Garten. Na, dann fangen wir mal an. Wir sehen uns bestimmt wieder. Im Gemeinschaftsraum oder wenn du mal wieder einen Turm erklimmst. Man weiß nie. Mach's gut. Gryffindor Neuzugang. Professor Weasley wartet vor dem Gemeinschaftsraum. Mit diese Küstendörfer. Ja, ich komme sofort. Ich will noch ein Apfel essen. Ja, stillgestanden. Herr Soldat, ja, wie auch immer. Ritter, so, Ritterfigur. Guten Morgen, sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von 5-Klässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe.
eine Frau früh erstaunen. Schwebt ein Geist. Hier lang. Ja. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Revelio. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Kommen Sie! Ah, das Handbuch hat offenbar einige Informationen über das Gemälde des armen Berufio. Alter! Wenn Sie Revelio, dann sehen wir, was das Handbuch sagt. Oh, shit! Oh, ist das gemein. Revelio. Es gibt wieder was zum Lesen für meine Frau. Ja, dann trinkt erstmal was. Ich weiß, es ist anstrengend. Ja. Manchmal. Oh, bist du längst offen? Ja, Entschuldigung. Das Barufio-Porträt, Handbuchseiten. Auf diesem Porträt ist der Zauberer Barufio abgebildet, der durch sein Gehirnelixier berühmt wurde und als Beispiel dafür dient, was passiert, wenn man Beschwörungen falsch ausgesprochen werden. Einmal hat er statt einem F ein S ausgesprochen und fand sich auf dem Boden wieder mit einem Büffel auf seinem Brustkorb. Ja, man sieht's. Danke. Bitte. Sehr schön, Eis. Schön, dass du wieder da bist. Du hast ein Handbuch heraus... Du hast eine Handbuch-Herausforderung freigeschaltet. Dein Fortschritt beim Absolvieren von Herausforderungen wird hier angezeigt. Ui. Jetzt komme ich ins Buch. Schau an! Hey, das Escape-Menü hat sich verändert. Es ist zum Buch geworden. Alter, Alter. Das ist deine Zauberstufe, die durch Herausforderungen verdienten EP erhöhen deine Stufe und deine Macht. Ja! Es ist die Vorbereitung für morgen. Entschuldigung. Wieso hätte ich zu Slytherin gehen sollen? Ich macht geil. Wie kommst du auf sowas? Ja. Wieso zurückspult? Ja, wegen morgen. Da nennt man das so. Da sagt man ja auch, möge die Macht mit dir sein. Dein Handbuch verfolgt deinen aktuellen Herausforderungsschritt. Wähle das Herausforderungsmenü aus, um fortzufahren. Also ich weiß jetzt, warum diese kleinen Abbrüche da sind. Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt. So viel, mit so viel Power, wie ich hier rausschieße, das verträgt YouTube nicht. Muss ich für morgen ändern. So, durch das Sammeln deiner ersten Handbuchseite wurde eine neue Herausforderungskategorie freigeschaltet. Neue Herausforderungen, die du im Laufe deines Abenteuers freischaltest, erscheinen hier. Wähle Handbuchseiten aus, um fortzufahren. Jede Herausforderung umfasst verschiedene Ränge. Nach jedem abgeschlossenen Rang erhältst du spezielle Belohnungen, die von Erscheinungsbildern bis hin zu entscheidenden Verbesserungen reichen. Belohnungen müssen im Herausforderungsmenü eingefordert werden. Schau öfters vorbei, um freigeschaltete Belohnungen einzusetzen. Das ist irgendwie klar. Ich wollte das Buch noch nicht verlassen. Aber das hier sieht geil aus. Ich muss... Der springt da extra nochmal drauf. Finde ich geil. Das gefällt mir. Da habe ich mir davon einen Screenshot gemacht. Das schicke ich nachher meiner Schwiegermama. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten auf. Im Schloss und auch außerhalb. Ich hab nichts. Ich hab nichts gegen Katzen. Sie haben noch Unterricht. Boah, ich bin kein Fan von denen. Da ich weiß, dass du die Tiere hier nicht umbringen kannst. Aber
alles gut. Guck mal, ich gehe auch hin. Ne, Miezetatze? Komm, streichel dich. Siehst du? Ich bin ganz lieb zur Katze. Oh, die abgemagert aussieht, ne? Ich werde nicht nochmal drauf bleiben. Keine Angst. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Ja, mit M, ja. Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort befindet sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser. Und die große Halle. Yay. Die sieht er aber etwas mager. Ja, okay. Ich wollte sie bloß noch schneller erlösen. In dieser Ansicht kannst du die Flohflammen sehen, die in der Region verfügbar sind. Grüne Flohflammen zeigen von... was grün ist, funktioniert. Was noch nicht grün ist, da war ich noch nicht. Meine Güte, noch eins. Können wir mal abkürzen. Professor Weasley hat für dich die Flohflamme in der Hauptfalle freigeschaltet. Hey, deswegen leuchtet sie auch grün. Also porten wir doch mal dahin. Nee, die Güte, noch eins. Wieso so viel Text, wenn man das in kurzen Worte fassen können? Dabei müsste die Bett und Kugel rund sein bei den ganzen Schülern. Wer weiß, vielleicht ist es hier Futterverbot. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Revelio. Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden. Muss ich die jetzt folgen? Nein? Gut. Ja, es steht da folgen, aber es ist jetzt nicht notwendig. Erstmal kurz ein bisschen gucken, erkunden. Ist ja gut, Spiel. Aber wann habe ich mich schon an die Spielregeln eines Spiels gehalten? Ja, wenn es mir so nachdrücklich sagt, ja. Ja. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Okay, Schatz, jetzt die Frage. Willst du ein Bild von einem Drachen, der sich bewegt, oder willst du einen Drachen? Auch noch beides, war so klar. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche, alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat er, Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht.
Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Ich muss das Spiel deinstallieren. Es gibt Hausaufgaben. Aha. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Fig hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Fig, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Hm. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Ja, das hörte sich gerade sehr verkehrt an. Ja, mit Professor Fig. Ja. Hey, du böses Ding, komm mal her. Wie, du magst ihn nicht so? Ich bin nicht Harry Potter, also sag mal. Geht ja gar nicht, Michel. Ja, spätestens bis morgen, ne? Gut, dann reden wir mal mit Fig. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Sie hat mich überrumpelt. Aber mehr habe ich ihr nicht über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir etwas verbergen. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut. Nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexen und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Das habe ich auch gerade gedacht mit der Karte. Des Rundfeuers, genau. Das Symbol zeigt die Hauptaufträge an. Das Erledigen von Hauptaufträgen bringt die Geschichte voran, schaltet neue Features frei und gewährt EP. Das hätte ich nicht gedacht, wenn ich Aufgaben von der Hauptmission mache, ne, dass dann das Spiel weitergeht. Das hätte ich jetzt nicht. Wow. Das macht mich gerade fertig. Meine Weltansicht wurde erschüttert. Einige Aufträge sind durch Zauberspruch und oder Stufenanforderungen gesperrt. In diesen Fällen musst du die erforderliche Stufe und oder den erforderlichen Zauberspruch haben, um den Auftrag zu aktivieren.
Neue Zaubersprüche können durch Erledigen der Aufgaben von den Professoren oder als Auftragsbelohnung erworben werden. Ja, nicht gerade viele. So, verfolge einen Auftrag. Unterrichtsstunde Zauberkunst. Accio. Serioso. Ich will Accio nehmen. Gib mal das. Wieso? Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Ich grüße dich, Gaming Profiler. Schön, dass du eingeschaltet hast. Weißt du, ich darf jetzt endlich mal so ein bisschen rumlaufen?